hier runter und hier runter. Das Ganze machen wir mit Golden. Das müsste nicht sein. Wobei, das sind dann... So viel Ordnung muss dann doch wieder sein. Ah, ich liebe es. Macht ihr eigentlich auch sowas? Dass ihr sagt, selbst wenn ihr die Kante nicht seht, das muss einfach passen? Das habe ich hier unter diesen Stonebricks, glaube ich, auch gemacht. Da habe ich zu viel Dirt hingemacht, dank Thorncraft Zauberstab. Und dann habe ich den wieder weggemacht und habe dann Bricks dorthin gesetzt. Dort vorne muss ich es noch umbauen. Also da bin ich echt konsequent dabei, das zu machen. Dass das gut aussieht. Genauso hier werde ich noch einmal außen rumgehen und das Ganze wieder mit Stonebricks umwandeln. Weil geht nicht. Kann nicht sein. Das darf nicht. Das ist einfach unmöglich. Oh. Das ist auch unmöglich. Da muss man nochmal eins nur nehmen. Genauso wie ich dann irgendwann unter Wasser tauchen werde, nur um dort beschissene Facades hinzumachen, damit man davon nichts sieht. Ja, das ist ja auch extremstens wichtig, dass man das macht. Und eigentlich habe ich gerade was gesehen und ich mich gefragt, warum ist das System eigentlich so hoch? Aber ich glaube, das werden wir auch noch dann ändern. So viel zu dem Thema, ich setze die Quarries dann neu auf. Ne? Na, komm. So. Ist jetzt natürlich gerade herzallerliebst, dass hier die Schoße läuft. Auf der anderen Seite. Sehr gut. So, das kommt mal weg. Perfekto. Warum sind da eigentlich Iron Audacic Gates dran? Das kann mir bestimmt keiner verraten. Ja, weil ich blöd bin. Aber das war ja nicht so... Zweck. Ich glaube, das war so ein bisschen aus Frustration, weil ich das nicht hinbekommen habe. Was heißt Frustration? Ich hatte nichts anderes dabei. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zwischen Frustration und ich hatte nichts anderes dabei. So. Der geht Stromwerkstatt rein. Das ist wichtig. Sand only. Nein. Items. Ne, Redstone Signal off. Energy Pulse. Und die Holzkohle mache ich automatisch in die Cargo Manager rein. Da habe ich nicht mehr den Nerv dazu. Ach, guck mal an. Der kriegt auch die Dinger da. Informationen von. Das finde ich ganz cool. Medfab. Sand only. Ach so, ja, okay. Er durfte schon was rausholen. Das verstehe ich als nicht. Warum der leuchtet? Leuchtet heißt aktiv für mich und der leuchtet nicht, aber der müsste auch rein theoretisch aktiv sein. Ist auch aktiv, wie ich da sehe. Okay. Und wer hat's bemerkt, was ich noch vergessen habe? Genau, die Generatoren. Ich muss ja irgendwie erstmal Kohle verbrennen können und ich brauche eben doch noch den MV-Transformer. LV-Transformer. LV und MV-Transformer, um genau zu sein. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, mehr brauche ich nicht wirklich. Coole Sache. So. Jetzt mache ich dann echt gleich eine Stunde rum, nur um zwei induktischen Furnaces anzuklemmen. Ah! Und die sind noch nicht mal angeschlossen. Okay, ich könnte jetzt anfangen, natürlich Panik zu schieben. Panik! So schon mal nicht. Das ist auch so ein System. Wo ich mich gefragt habe, warum gehe ich nicht einfach da raus? Also da darf man es nicht hinsetzen, das weiß ich.
und gehe dann einfach hier rüber und spare mir dann keine Ahnung, wie viel Glasfiber. Aber ja, gut. So, der muss natürlich so rum sein. Dann komm mal runter. Da machen wir jetzt die MFSU hin. So. Katsching. Dann sind die Generatoren. Zu welcher Seite schauen die? Die schauen so raus. Sehr schön. Dann muss ich natürlich schon ein bisschen Kohlen mal abgreifen. So. Damit ich. Damit ich die ganze Geschichte anschmeißen kann. Ich wollte gerade sagen, wo kriege ich die jetzt her? Relativ einfach. Wir klauen sie uns aus dem anderen Generator. Supi. Ich bin immer gespannt, wie viel Holz dort oben schon drin ist. Das wird jetzt wahrscheinlich der totale Overkill für mein System sein. Denn jetzt habe ich ja nochmals zwei. Ich bin gespannt, ob die Kiste hier langt oder eben nicht. Als Buffer. Der muss das ja nach und nach wegholen. Ich wäre heilfroh, wenn das klappen würde. Weil damit hätten wir dann, wenn in der Kiste permanent was drinnen ist und wenn die gut gefüllt ist, hätten wir natürlich dann automatisch dann eigentlich auch einen guten Energiebuffer für den Matter Fabricator. So, fahr. Kollege, wo bringst du eigentlich das Holz hin? Nur mal so blöd gefragt. Ist überhaupt schon irgendwas eingestellt? Blau raus aus dem Cargo Manager in der Card. Der ist für die Kohlen. Raus und rot ist daraus. Zuständig ist das Card. Das Card hat aber nichts geladen. Hatten wir bisher noch nichts da? Über die ganze Dauer? Ehrlich? Ich überlege gerade auch, wie mache ich denn die Trennung jetzt zwischen Saplings und dem normalen Holz. Ich könnte hier mit einer Sorting Machine raus. Ich denke, das werde ich so machen. Sorting Machine rausholen, das Zeug, die habe ich natürlich drüben. Geistreicherweise. Weil ich an die nämlich noch gar nicht gedacht habe. Dann machen wir die über die Sorting Machine, machen wir die raus. Lassen die einfach da unten in die Kiste reinlaufen, sobald dann die Fermenter und so Zeug, dann steht diese Anlage. Wenn wir uns darum kümmern. Er bringt das dann einfach weiter in die nächsten Dingens. Sorting Machines habe ich da. Wo sind die Batterien? Wenn ich mir gerade immer noch das System so ein bisschen durch den Kopf durchgehen lasse, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Weil Multitasking ist jetzt nicht so gerade meine Stärke. Und ich hatte mal 1000 Batterien gehabt. Ich hatte mal 1000 Batterien. Das Gerät? Ich habe natürlich. Nee, in der Bag ist es nicht drin. Das weiß ich jetzt schon. Hauptsache ein Generator da drin. Energy Conduits. Ich nachbauen musste, weil ich keine mehr gehabt habe. Ich dachte zumindest, ich hätte keine mehr gehabt. Okay, ich habe meine Batterien verlegt. Ah, die Dinger sind doch so ätzend zu bauen. Darauf habe ich jetzt gerade überhaupt null Plan und Lust und Laune und Bock und sowas. Aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, ne?
Oder ich habe sie hinten bei den Bienchen. Kann natürlich gut möglich sein. Ja. Das ist natürlich jetzt gerade genialistisch. Gut, dann machen wir das zumindest mal schon so weit, dass man sieht, wie ich es meine. Also, wir kommen hier mit unserem Kart an, fahren hier runter und haben hier unten noch nicht mal eine Kiste stehen. Die hätten wir jetzt. Es ist eine berechtigte Frage, denke ich. Es regnet, die Sonne scheint nicht und ein Skelett stirbt hier einfach. Können die von den Karts überfahren werden? Mensch, das wäre so eine geil pervers böse Vernichtungsanlage für die Viecher. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das hier ganz einfach. Wir werden das hier ganz einfach und ganz unkompliziert lösen. Schon mal nicht damit. Das soll ja jetzt nur einfach damit sein, dass das einfach funktioniert. Und ich werde dann offscreen mal wieder das System dann eher ein bisschen verfeinern und so. Weil ansonsten wäre das jetzt zu lang. Und wir setzen danach noch schnell die Query auf. Weil bis ich jetzt dann das ganze Rest gefunden habe, was ich noch suche. So. Fahr da rüber. Und weil den Fermenter würde ich auch noch gerne aufsetzen. So. Dann machen wir gerade noch die Farben. Machen wir das einfach so und dann können wir uns das mit dem Kart eigentlich so weit die große Reise zumindest sparen. Black, this way. White, this way. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich dort oben eh nur Oakwood. Was bedeutet, ich brauche nur die Saplings gerade mal davon. Haben wir da irgendwelche drin? Yes. So. Saplingmangel haben wir auf gar keinen Fall. So. Wie sieht's da aus? Das sieht ganz gut aus. Wie sieht's da aus? Da kann es gar nicht. Oh nein, habe ich die Energie verpulvert? A, B, C, D. Halt. Das schnell machen. Ansonsten hauen wir natürlich die Energie nur aus einem Ausgang raus. Und das wollen wir gar nicht. Ich will beide Induction Furnaces gut haben. Yes. Das läuft. Das wird eh energietechnisch jetzt dann erstmal ganz bescheiden anfangen. So. Na, komm her. Wegen 2 Zentimetern? Echt mal, das kann's nicht sein, ne, Kollege? Das kann's nicht sein. Dann mache ich gerne das da. Je höher es ist, desto höher ist die Priorität, wie es rausziehen soll. Also sprich, in dem Fall, ja, gut, okay, in dem Fall macht er die 32 Stacks und dann den da. Ich habe mich hier gerade durchbringen lassen wegen den 250 EU, wo die produzieren. Aber das machen die halt nur im Generator. Nur ich müsste die rüber in die Festung rein teleportieren, damit man daraus dann auch, beziehungsweise irgendwie dafür sorgen, dass sie hier unten reingehen und die dann rüber. Aber ich glaube, das macht es nicht wirklich Sinn. Ich glaube, wäre jetzt mal die Frage, müsste ich mal hochrechnen, ob es Sinn macht, die zu Biogas zu machen oder ob es Sinn macht, den Generator zu verbrennen. Naja. Lassen wir das mal. Wir lassen das mal so und das Kabel muss ich auf alle Fälle holen, weil das war zu teuer. Kann ich mir aktuell nicht leisten. So. Damit muss das da hier alles raus, wofür natürlich gerade voll viel Platz ist. Das bedeutet, ich bin heilfroh gerade, dass ich hier noch keinen Ding angeschlossen habe. Die Solarpanel. Habe ich die jetzt etwa drüben liegen lassen? Wo habe ich denn die hingeschmissen?
glaube, in der Kiste da vorne müssten noch sein. So, das bedeutet... Warum war ich echt so blöd und hab die da vorne in der Kiste liegen lassen? Jetzt will ich erstmal das da hier noch gerade überprüfen, das noch fertig machen. Sag mal. What was this? Aha, okay. Wie auch immer, halt nehmen Items im Inventory. Da machen wir jetzt wieder den Kollegen hin. Der sich, wenn Space in Inventory gibt's so ein Redstone-Signal. Wenn die laufen, laufen sie eh, dann ist es eh egal. Aber so heizt er jetzt schön hoch, bleibt immer voll geheizt. So. Next. Er bekommt den Befehl, alles reinzunehmen bei Blau. Den ignoriert er schon. Später wird es dann auch so laufen, dass der eben hier an den daran geht. Hast du hier unten zwei Batterien dran? Ja, hast du. Diese Batterie brauchst du gar nicht. Die klaue ich dir, du Nasenbär. So, sehr schön. Dann haben wir das zumindest auch. Kauerbenga. Kauerbenga. Wir brauchen nochmal eine Wengele Kohlen. Achso, ich bin schon wieder am Schleichen. Eieieiei. So. Dann werden wir das auch erst das nächste Mal machen, weil ich nämlich jetzt noch einen anderen wichtigen Termin habe. Mal gucken, wenn ich den Termin hinter mich gebracht habe. Vielleicht nehme ich dann auch gleich nochmal ein Stück mit auf. Kann ich jetzt so noch nicht sagen. Du fährst jetzt mal hin. Halt, ja, genau, ich weiß, warum der nicht fährt. Ich habe dem hier eine Bremse eingebaut. Stimmt. Mensch, darum kann das Ganze nicht gehen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, irgendwo habe ich einen Fehler drin, den weiß ich nur nicht, wo er ist, aber ja, genau. Weil wenn der hier über so eine Advanced Detected Rail fährt, die an nichts angeschlossen ist, dann ist das, fungiert das halt als Bremse. Da bleibt er dann stehen, bis er ihn weiterschiebt. Ne? So, jawohl. Jetzt holt er sich nämlich hier das schöne Holz alles rein. Genau, wenn der halt hier diese ganze Menge an Holz abliefert und das gleichzeitig... hier noch Tropical Holz dann mit dazu kommt, wie es halt da drüben der Fall ist, muss man halt dazu sagen, läuft hier natürlich das ganze System voll und ich habe das schon gesehen. Jetzt bin ich gerade halt froh, dass ich die hier noch gesehen habe. Die lassen wir auch mal in die Kiste reinfahren. Und das bitte auf dem schnellen Wege. Zusammen mit den Saplings, weil ansonsten könnte das unangenehm werden. So. Können wir ja mal gucken, ob das soweit klappt. Sollte aber doch ganz gut gehen. So viel zu dem Thema. Ach so. War ja klar. War ja klar, die Augen müssen nach oben zeigen. Na. So, jetzt hab ich. So. Jetzt funktioniert er da auch. Sehr schön. Er nimmt die jetzt halt alle einzeln raus. Logisch, da oben waren ja nur 22 Äpfel drin. Okay. Dann möchte ich gerade mal schauen. Wie sieht es aus mit meinem Biofuel-Tank da drüben? Ich vermute, er ist leer. Meine offen und ehrliche Vermutung. 4 Millionen Eimer. Waren das 4 Millionen Eimer oder 4000 Eimer? Super. Die Hälfte ist schon gut weg. Gut. Das mache ich aber wirklich erst in der nächsten Aufnahme. Das soll es dann wirklich gewesen sein.
Dann werden wir das nächste Mal die Fertilizer angehen, die wir hier eben brauchen. Dann werde ich die Quarries wieder anschmeißen. Dann werden wir uns nochmal zwei Stück, habe ich glaube ich gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wo wir hin. Ja, 6, klar, logisch. 3 würden wir hier hinkriegen. Die Frage ist natürlich die, wie bekomme ich dann hier den ganzen Fertilizer raus? Das ist das nächste Problem. Das brauchen wir ja auch. Unter Umständen eine zweite Chest hier hinsetzen, wo wir dann halt mit drei Wegen nochmal rausgehen können. Sollte soweit klappen. Fertilizer an sich selber herstellen sollte auch soweit klappen. Sand hätte ich ja jetzt da ohne Gnade. Und Mr. Enderman, Sie haben gerochen, was ich wollte von Ihnen. Ja, da hinten der Junkloader. Für das Gebiet. Der jetzt natürlich da drüben auch noch dann irgendwann hin muss. Damit ich auch das Gebiet irgendwie am Leben halten kann. Ansonsten. Komm schon. Ich will dich sehen, ich will dich töten. Wo ist er? Da hinten. Komm, zum Abschluss des Tages. Kauerbenga. Oh, also Nanosable ist einfach göttlich. Ich liebe es. Hat es erst seit ein paar Stunden, Tage, wie auch immer. Und schon dreht er halt durch. Ja, so bin ich halt eben. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe doch sehr, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und Aufgaben haben wir dann auf alle Fälle erstmal genug. Okay, in diesem Sinne, Baba.